https://apfelland.wordpress.com/kategorie/Märchen. Das Märchen vom schlaflosen König. Frohes neues Jahr, es ist der 3. Januar 2017, 10:39. Es war einmal ein König, der hatte sein halbes Leben Krieg geführt. Sein Körper war voller Narben, die er sich in vielen Kämpfen zugezogen hatte. Doch noch viel schlimmer als die Narben auf der Haut waren jene Verwundungen seiner Seele. Die konnte niemand sehen, denn er war ein sehr starker Mann. Doch nachts konnte er nicht mehr schlafen. Er litt unter Albträumen. Jede Nacht von neuem ging sein Kampf weiter. Der König war tagsüber grantig, die Königin war längst ihres Weges gezogen. Doch der König hatte noch eine Tochter. Sie war sein einziges Kind. Jahrelang hatte er sich gegrämt, dass er keinen Sohn hatte. Das hatte er seine Tochter immer spüren lassen. Seine Tochter war ein tapferes Mädchen. Sie, die Prinzessin, machte sich Sorgen um ihren Vater. Sie hatte sehr wohl bemerkt, wie sehr ihr Vater litt. Niemand am Hofe wusste Rat und konnte ihm helfen. Eines Morgen erwachte sie. Ein Vogel, es war eine Bachstelze, klopfte mit dem Schnabel an ihr Fenster. Die Prinzessin stand auf und öffnete das Fenster. Zilip, Zilip, wenn du dem König helfen willst, verlass das Schloss und mach dich auf die Suche nach dem gelben Haus im großen Wald. Zilip, Zilip. Die Prinzessin blickte den kleinen grauschwarzen Vogel überrascht an. Danke für deine Hilfe, kleiner Freund. Die Bachstelze jedoch klaubte mit dem Schnabel nach einem Käfig auf dem Fensterbrett und flog wieder davon. Nach einem Käfer. Da schlich sich die Prinzessin leise davon. Sie entkam aus dem Schloss, ohne dass die Wachen sie entdeckten. Der große Wald lag dunkel vor ihr, doch sie hatte keine Angst. Sie war beseelt von dem Wunsch, ihrem Vater, dem König, zu helfen. Nach vielen Stunden erblickte sie das gelbe Haus. Es stand mitten im Wald und leuchtete dennoch. Eine alte Frau trat aus der Türe. Sie hieß das Mädchen willkommen. Die Prinzessin, die noch immer ein edles Kleid trug, das jedoch mittlerweile staubig geworden war, betrat das Haus. In der Küche bot ihr die Frau eine Tasse Tee an. Nimm ruhig, Kind, die Blüten dieses Tees haben mir, meine Freunde, die Vögel geschenkt. Die Prinzessin nahm einen Schluck. Der Tee schmeckte außergewöhnlich. Was willst du hier, Kind? Fragte die Frau. Ich suche Heilung für meinen Vater. Er kann nicht mehr schlafen. Die alte Frau blickte sie wissend an. Sie schloss die Augen und flüsterte. Dein Vater ist ein starker Mann, doch im Schlaf ist auch er ein Mensch wie jeder andere auch. Die Prinzessin nickte. Du kannst ihm aber helfen. Geh in den Wald und warte. Das erste Tier, das deinen Weg kreuzt, wird dich bei diesem Plan unterstützen. Die alte Frau gab der Prinzessin ein neues Kleid. Es war sehr einfach, aber sauber. So ging die Prinzessin in den Wald. Sie marschierte und langsam wurde es dunkel. Mit einem Mal hörte sie ein sanftes Gurren. Sie ging dem Geräusch nach und stieß auf eine kleine Krähe. Sie schien verlassen. Die Prinzessin ging auf die Knie und nahm den Vogel in ihre Hände. Die kleine Krähe schien keine Angst zu haben. Gemeinsam kehrten sie zurück zum Haus der alten Frau. Diese schien nicht erstaunt, dass die Prinzessin eine Krähe gefunden hatte. Sie fütterte den kleinen Vogel mit einigen Würmern. Nun, mein Kind, kannst du dich aufmachen zu deinem Vater. Aber ich bitte dich, kehr hierher zurück. Ich versichere dir, dass dein Vater dann wieder vollends gesund wird. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Die Prinzessin versprach ihr das und kehrte mit der Krähe zurück ins Schloss ihres Vaters. Ihr Vater war erzürnt, dass seine Tochter sein Schloss verlassen hatte. Er drohte ihr, er würde ihr nun einen passenden Gemahl suchen. Die Prinzessin jedoch zeigte der Krähe das Gemach des Vaters. Das Tier suchte sich rasch einen Platz. Sie verabschiedete sich unter Tränen von der Krähe und verließ das Schloss wieder. Sie kehrte zurück in das gelbe Haus im dunklen Wald. Dort übernahm sie den Platz der alten Frau, die in Wirklichkeit eine verzauberte Hexe war. Durch das Befolgen des Rats der Alten hatte die Prinzessin den Zauber gebrochen und wurde nun zur Besitzerin des Hauses und des Waldes. Die Hexe ging ihres Weges und ward nie mehr gesehen. Der König aber konnte nun schlafen, denn wie jeder weiß, vertreibt die Krähe jegliche Dämonen, Albträume und schlechte Gedanken. Und so lebten sie alle glücklich bis an ihr Ende. Na toll.
wieder die Gewalt und die verharmlosende Sprache. Ich möchte nicht, dass jemand mein Kind anfasst, schlägt, es vergewaltigt oder tötet. Wer sowas unsittliches Berühren nennt, muss ein Herz aus Stein und nichts im Hirn haben. Das Leben und die Würde eines Menschen sollen unantastbar sein. Ich möchte nicht, dass jemand meinen Mann oder meine Frau prügelt, vergewaltigt oder foltert. Ich habe Angst davor, dass jemand meinem Liebsten ein solches Leid antun könnte, nur weil jemandem die Nase nicht passt oder er die falsche Hautfarbe hat. Die Vorstellung, dass jemand meine hochbetagte Oma schlägt, nur weil sie demenzkrank ist und nicht mehr schnell reagiert, ist unerträglich. Kein Mensch hat das Recht, einen alten Menschen zu misshandeln. Die Vorstellung, dass Menschen einen behinderten Menschen missbrauchen, quälen und vergewaltigen, widert mich an, doch leider ist es eine Realität. Ich will nicht, dass jemand meine Tiere aus lauter Lust am Quälen und Misshandeln tötet, ihnen wehtut und dabei auch noch Freude empfindet. Doch Tiere sind in der Schweiz nicht mehr wert als das Fleisch, das man verwerten könnte. Ich will nicht, dass mir jemand auflauert, mich schlägt, misshandelt, vergewaltigt und tötet, nur weil ich ihm langweilig ist oder er eine schwere Kindheit hatte. Das Recht auf Unversehrtheit besteht, aber in der Realität ist dieses Recht nichts wert. In der Schweiz können Männer nicht vergewaltigt werden und Opfer jeglichen Geschlechts müssen beweisen, dass man ihnen in Unrecht angetan hat. Ein Juristen hinterfragen dies nicht, tun dies nach da und so weiter und so fort. Das gefällt mir nicht. Das Märchen von der Krähenfrau. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Sie trafen sich inmitten eines großen Parks, umgeben von hohen alten Bäumen an einem großen See. Auf der Halbinsel lebten viele Vögel. Enten, Schwäne, Katzen, Spatzen und Krähen. Es war Frühling. Sie redeten über dies und das und genossen auf einer Bank die Sicht aufs weite Wasser. Sie unterhielten sich gut und versprachen sich, am nächsten Tag wieder hierher zu kommen. Dies taten sie von nun an jeden Tag. Jeden Abend saßen sie nebeneinander auf der Bank, sprachen über ihr Leben, die Bücher, die sie lasen und das Wetter. Dem Mann fiel auf, wie schön die Frau war. Die Frau sah die warmen Augen des Mannes und war verzaubert von seiner Stimme. Als der Sommer kam, waren der Mann und die Frau umgeben von Badenden. Sie saßen weiterhin auf ihrer Bank. Manchmal berührten sich ihre Hände zaghaft. Am Ende des Sommers gab der Mann der Frau einen Kuss. Die Frau spürte, dass sie den Mann in jenen Monaten immer lieber gewonnen hatte. Sie freute sich jedes Mal, wenn sie ihn sah. Er flüsterte ihr liebe Worte ins Ohr, denn ihre Schönheit und ihre Klugheit gefielen ihm sehr. Aber eines Tages wartete die Frau vergebens. Der Mann kam nicht mehr an den See. Sie machte sich Sorgen. Doch da sie nicht wusste, wo er wohnte und wie sein Name war, konnte sie ihn nicht suchen. Als er auch nach 3 weiteren Tagen nicht mehr auftauchte, weinte die Frau bitterlich. Da bemerkte sie neben sich auf der Wiese eine große Krähe mit weißen Federn auf der Brust. Die Krähe blickte die Frau freundlich an. Da erzählte die Frau all ihr Leid und ihre Sorgen der Krähe. Als auch die Frau anfing zu weinen, blieb die Krähe. Von dem Tag an kam die Frau jeden Tag in den Park, um die Krähe zu sehen. Es dauerte keine 5 Minuten, bis das Tier an ihrer Seite Platz nahm und ihr zuhörte. Die Frau brachte der Krähe Brot, Fleischstückchen und Früchte mit. Diese fraß die Krähe genüsslich in sicherem Abstand von der Frau. Nach ein paar Wochen gesellte sich auch eine zweite Krähe dazu. So vergingen der Herbst und der Winter und der Frühling kam wieder. Die Frau ging jeden Tag in den Park, ganz egal, ob es schneite, stürmte, regnete. Sie kannte bald alle Krähen des Clans. Sie waren zwar nicht zahm, aber sie kamen ihr langsam näher und verloren ihre Scheuheit. Die erste Krähe aber saß neben ihr auf der Bank und blickte sie an. So vergingen die Jahre. Eines Tages fand die Frau ihre Krähe nicht mehr. Die anderen Krähen saßen auf dem großen Baum und schwiegen. Da wusste sie, dass sie tot war. Die Frau sammelte die Federn der Krähen auf und begann daraus ein Kleid zu weben. Die Menschen hielten die Frau für sonderlich. Sie nannten sie die Krähenfrau. Sie sprach immer weniger, bis sie schließlich ganz verstummte. Tag für Tag saß die Krähenfrau auf ihrer Bank am See und sprach mit den Kindern ihrer toten Krähe. Schließlich mit den Enkeln und den Urenkeln.
Viel Zeit verging. Das Kleid, was steht da? Tag für Tag saß die Krähenfrau auf ihrer Bank am See und sprach mit den Kindern ihrer toten Krähe. Ach so. Viel Zeit verging. Das Kleid aus Krähenfedern wurde immer dichter. Eines Abends im September, die Frau blickte auf den See heraus, da traten ein Mann und seine Frau in den Park. Es war jener Mann, den die Frau so sehr herbeigesehnt hatte. Sie waren alle älter geworden. Der Mann hatte also eine andere Frau gefunden. Die Krähenfrau lächelte traurig. Als der Mann und seine Frau an der Bank vorbeikamen, hielten sie inne. Die Krähenfrau hatte ihr Kleid aus Krähenfedern übergeworfen und blickte auf den See heraus. Als der Mann und seine Frau sich neben sie setzten wollten, schwang die Krähenfrau ihre Arme und erhob sich vom Boden. Sie breitete ihre Arme, die zu Flügeln geworden waren, aus und flog in Richtung Himmel davon. Der Mann und seine Frau staunten über die große Krähe, die eben noch auf der Bank gesessen hatte. Von dem Tag an hat niemand jemals mehr die Krähenfrau gesehen. So ein Scheiß. Was für ein Müll. Anna und die kleine Krähe. Krähe. Das tapfere Thurgauer Meiteli. Kaiser Maximilian lag mit seinem Heer in Konstanz. Die Eidgenossen verfassten ein Schreiben an ihn. Ein Mädchen brachte diesen Brief aus dem Thurgau nach Konstanz. Die Männer hassten sich nämlich so sehr, dass weder Schwaben noch Eidgenossen sich getrauten, einen Mann als Boten zu schicken. Im Hof wartete sie auf Antwort. Ein Soldat fuhr sie barsch an. Was treiben die Eidgenossen in ihrem Lager? Auf euren Angriff warten, antwortete die Thurgauerin unerschrocken. Der Soldat fragte, wie viele Eidgenossen stehen bereit? Die Thurgauerin gab zurück, genug, um euren Angriff abzuwehren. Die Soldaten wollten sie dazu bringen, dass sie die genaue Zahl angab. Haben sie genug zu essen, wollte einer wissen. Wie sollten sie denn kämpfen, wenn sie nicht genug zu essen und zu trinken hätten, fragte die Thurgauerin zurück. Einer der Soldaten wollte die Thurgauerin erschrecken. Ich will dir für dein freches Reden den Kopf abschlagen. Doch sie ließ sich nicht einschüchtern. Sie rief, du bist wirklich ein Held. Du willst einem Mädchen den Kopf abschlagen. Wenn du deinen Mut beweisen willst, dann geh ins Lager der Eidgenossen. Dort findest du bestimmt einen, der dir deinen Mut abkauft. Da ließen die Soldaten von ihr ab. Die mutige Thurgauerin ging unbehelligt ins Lager der Eidgenossen zurück. Aus dem Thurgauer Sagenschatz. Bei Thorwegen, Frauen, Männer, Märchen. Juli 24, 2013. 2019 wurde ein Kommentar. Mauzi faucht. Es windete schon den ganzen Tag. Junisturm, seufzte Mami. Sie hatte Kopfweh. Anna rannte nach draußen und spielte auf dem Rasen vor dem Haus. Ihr Haus war bestimmt früher ein Schloss gewesen, dachte Anna. Der Rasen ging bis an den Wald, der den Bach säumte. Dort hinunter führte eine alte Holzstiege, auf der sie gerne von Tritt zu Tritt hüpfte. Am liebsten saß sie unter der Trauerweide. Diesen Baum mochte sie sehr, weil der Stamm so rau war und die Rinde die Struktur von Augen hatte. Die Blätter der Weide sahen aus wie Sardinen. Weil die Äste lang und biegsam waren, konnte man wunderbar wie Tarzan daran hin und her schwingen. Mauzi, ihre liebste Freundin, war ein Katzenweibchen. Sie war weiß-blau gefleckt und hatte eine große rosa Nase. Ihre Augen waren gelb wie die eines Panthers. Zusammen fingen sie Schnaken, wachten an Mauslöchern, lagen auf der Wiese herum und blickten in den Himmel den Vögeln nach. Mauzi saß neben Anna am Fuße der Weide und blickte sie aufmerksam an. Anna hatte Mauzis hellblaues Futtergeschirr neben sich stehen und fütterte die Katze immer wieder mit Leckerli. Mauzi ließ sich das gefallen und schnurrte. Immer wieder drückte sie ihr Köpfchen an Annas Bein. Anna mochte es, wenn die Äste der Weide sich drehten und wandten wie die Arme einer Tänzerin. Sie stand auf und streckte die Zunge heraus, um die Kühle des Windes zu spüren. Der Wind brachte einen verbrannten Geschmack mit sich. Es roch nach Regen und Hochwasser.
Bisher hatte Anna es erst einmal erlebt, dass der kleine Bach neben ihrem Haus über sein Ufer getreten war. Er hatte Baumhütte, Sandhaufen und ein Huhn mitgerissen. Doch dann, mit einem Mal, fauchte Mauzi. Sie blickte das Mädchen mit großen gelben Augen an und riss das Maul auf. Anna, starr vor Schreck und Überraschung, konnte sich nicht bewegen. Mauzi schlug mit erhobener Pfote und ausgefahrenen Krallen nach ihr. Anna lief weinend weg rein ins Haus zu Mami. Das interessiert mich nicht mehr, was da steht. Die Buchenfrau. Na gut, dann suchen wir mal einen anderen feministischen Märchen. Grimm, Emma, märchenhafte Dämonisierung. Oh. Grimm, Grimm. www.emma.de/artikel/märchenhafte-dämonisierung-31301. Das erste Mal, dass ich schon da Emma lese. Grimm, märchenhafte Dämonisierung. In der Urfassung des Märchens musste Schneewittchen keine Hausarbeit für die Zwerge machen. Und auch die Stiefmütter waren keinesfalls immer stolz und böse, was die Gebrüder Grimm aus den Volkssagen machten. 13. Dezember 2013 von Jessica Liese. Lili Boulanger, himmlische Töne, jetzt anmelden, Frauenorchester Berlin. Marie Wollstonecraft, die Vordenkerin. Die Vordenkerin, sie ist vor 250 Jahren geboren, schrieb eines der ersten feministischen Manifeste und starb im Kindbett. 1. Mai 2009. Sie hat es schon vor über 200 Jahren gewusst. Und jetzt, zwei Generationen nach den erneuten feministischen Warnungen vor der Sackgasse Hausfrau, bestätigen es die deutschen Verfassungsrichterinnen endgültig. Hausfrau und Muttersein ist kein lebenslanger Job mehr. Finde ich gut. Maximal 3 Jahre lang hat heutzutage der Ehemann die Pflicht, die Frau zu finanzieren. Danach müssen auch alleinerziehende Mütter ökonomisch eigenständig sein. Wie sehr beleidigen uns diejenigen, die uns dazu anleiten, dass wir uns selbst zu sanften Haustieren machen? Wie sehr beleidigen uns diejenigen, die uns dazu anleiten, dass wir uns selbst zu sanften Haustieren machen? Konstatierte Marie Wollstonecraft 1759 bis 1797, schon anno 1792. Die hatten mit wie vielen Jahren noch mal ein Kind gekriegt? Mit 38? Wenn die am Kindbett gestorben ist, dann ist die doch mit 97, 59, 60, 38. Und die zweifache Mutter warnte, aber die geschlechtsspezifische Schwäche, die die Frauen wegen ihres Unterhalts vom Mann abhängig macht, erzeugt eine Art katzenhafte Zuneigung, die eine Frau dazu bringt, um ihren Ehemann herumzuschmummeln. Nein, das macht sie nicht. Wie sie es bei jedem anderen Mann täte, der sie füttert und streichelt. Männer sind jedoch zufrieden mit dieser Art der Zuneigung, die sich in tierischer Weise auf sie beschränkt. Das schrieb die Frauenrechtlerin 1792 in ihrem bekanntesten Werk zur Verteidigung der Frauenrechte, in dem die Pionierin auch die vorherrschende Meinung über das, was geschlechtstypisch ist, diskutiert. Sie kommt zu dem Schluss, dass man Frauen gar nicht erlaube, ausreichend Geistesstärke zu besitzen, um das zu erreichen, was wirklich die Bezeichnung Tugend verdient. Lange vor Simone de Beauvoir erkannte Wollstonecraft, dass Frauen zu schwachen und elenden Geschöpfen gemacht werden.
Mary Wollstonecraft stammte aus einer verarmten, achtköpfigen Familie mit einem jähzornigen Vater und einer unterwürfigen Mutter. Doch die Schläge ihres Vaters stimmten sie keineswegs demütig, sondern empörten sie vielmehr. Bei solchen Gelegenheiten fühlte sie ihre Überlegenheit und neigte dazu, ihre Verachtung auch zu zeigen, schrieb ihr zweiter Partner, der große Humanist und Frauenrechtler William Godwin, 1798 in seinen Erinnerungen an seine Frau. Die war wenige Tage nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Mary Shelley, der späteren Autorin des Gruselklassikers Frankenstein, am Kindbett Februar gestorben. Boah, das wusste ich auch noch nicht. Ihre ersten Tochter mit dem Sklavenrechtler Gilbert Imlay hatte Wollstonecraft den Namen Fanny gegeben. So hieß auch ihre Seelenverwandte, die sie mit 16 Jahren zwischen mehreren Familienumzügen kennengelernt hatte. Fanny Blood war 2 Jahre älter als Mary und eine junge Frau von ungewöhnlichen Vorzügen, schreibt Godwin. Sie sang und musizierte mit Geschmack. Fanny unterrichtete Mary im professionellen Schreiben und 1784 gründeten die beiden Frauen eine Schule. Doch ein Jahr später ging Blood nach Lissabon, um zu heiraten. Wollstonecraft konnte die Schule finanziell nicht halten und arbeitete zunächst als Erzieherin. 1786 schrieb sie ihr erstes Buch über die Erziehung von Töchtern und beschloss, von nun an als Schriftstellerin ihren Lebensunterhalt zu streiten. Ein bisschen Gouvernante ist Mary Wollstonecraft auch in ihrem bekanntesten Werk A Vindication of the Rights of Women geblieben. Lehrt sie zu denken, lautete ihre Maxime. Womit sie aber nicht nur Frauen meinte. Denn auch Männern und potenziellen Vätern sollte klar werden, dass nur eine Frau mit einer eigenen Persönlichkeit eine interessante Gesprächspartnerin und souveräne Mutter sein kann. Neben der Anregung zu selbstständigem Denken zählte aber auch die gleiche Bildung von jungen Mädchen zu ihren grundlegenden Erziehungsmaßstäben. Sie kritisierte, das Kind, besonders das Mädchen, wird keinen Moment seiner eigenen Führung überlassen und wird so abhängig. Diese Abhängigkeit nennt man dann natürlich. Mit den Absichten, mit den Ansichten des Franzosen Jean-Jacques Rousseau über Frauen legte die Engländerin sich offensiv an. Der war ja der Auffassung, die Frau sei ein Naturwesen und ihre wichtigste Aufgabe sei es, dem Mann zu gefallen und Mutter zu werden. Wollstonecraft setzte dem entgegen, von Kindesbeinen an gelehrt, dass die Schönheit des Zepter einer Frau ist, formt sich der Geist dem Körper entsprechend, bewegt sich in seinem goldenen Käfig und will nur sein Gefängnis schmücken. Mit ihrer Verteidigung der Frauenrechte beeinflusste Wollstonecraft entscheidend die Frauenbewegung in England und den USA. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wird schnell die Ähnlichkeiten bei Elizabeth Stanton, Lucretia Mott oder Margaret Fuller erkennen, so die Herausgeberin der neuen Auflage Ursula Mayer. Doch ahnte Mary Wollstonecraft offenbar schon vor über 200 Jahren, dass es noch lange dauern könnte. Wer kann sagen, wie viele Generationen nötig sein werden, der Tugend und den Talenten einer befreiten Nachkommenschaft von elenden Sklavinnen Kraft zu verleihen? Sulamis Sparre, Denken hat kein Geschlecht. Karin Priester, Mary Wollstonecraft, ein Leben für die Frauenrechte. Mary Wollstonecraft zur Verteidigung der Frauenrechte. Ich wollte ja eigentlich noch das Märchen mit den Grins da, was haben die da erzählt? Also, liebe Jessica Liese, Expertinnen sind sich einig, einen
urdeutschen Mythos konnten die Brüder Grimm, wie ursprünglich intendiert, in ihren Kinder- und Hausmärchen nicht bewahren. Märchen haben oft weltweit verbreitete Wurzeln. Alleine von Aschenputtel gibt es hunderte Versionen. Eines allerdings erscheint typisch in den von Jakob und Wilhelm Grimm literarisch aufbereiteten Erzählungen. Beim Beispiel Frauen begeben die Brüder sich auf nicht ungefährliches Terrain, wie der Düsseldorfer Erzählforscher Heinz Röllecke schon 1985 feststellte. Elke Liebs formulierte es Jahre später deutlicher. Einige Kinder und im Übrigen nur Frauen sind die bevorzugten Objekte dieser obskuren Begierde. Doppelpunkt: zu überwachen, zu maßregeln, einzusperren, zu strafen, vorzujagen, zu verstümmeln, zu verschenken, zu verkaufen, der Kinder zu berauben, bis aufs Blut zu schinden, zu töten, zu zerstückeln. Als die Grimmsche Erziehungsliteratur auf den Markt kam, lagen die letzten offiziellen Prozesse gegen sogenannte Hexen nur wenige Jahre zurück. Vor diesem Hintergrund ist die These, die Figur der bösen Hexe aus Hänsel und Gretel sei eine Art albtraumhafte Fortsetzung der hartherzigen Stiefmutter, naheliegend. Auffallend ist, dass in der französischen Originalvorlage der kleine Däumling von Charles Perrault der Vater seiner Kinder aussetzt. Im Wald begegnen sich sie dann einem Oger, einem Menschenfresser, der ebenfalls von ihnen überlistet wird. Ein Lieblingsstichwort in der feministischen Sekundärliteratur zum Thema Märchen lautet patriarchale Deformationsprozesse. Forscherinnen gehen davon aus, dass viele Märchen, etwa Aschenputtel oder Frau Holle, Relikte einer frühzeitlichen Göttin enthalten, die sich, so Heide Göttner Abendroth, in drei Generationen manifestierte. Durch Dämonisierung sei nun eine Negativform entstanden, erklärt Liebs. Betrachtet man die Märchen in ihrer Gesamtheit, so wird deutlich, wie der Akzent der Dämonisierung durch alle Generationen wandert. Hexen, Stiefmütter und Stiefschwestern werden wechselweise benutzt, um ein Bewusstsein weiblicher Rivalität zu etablieren. Und das alte Wissen um die Unität der Generationen in jeder Repräsentantin zu untergraben. Von einer triadischen Göttin bliebe meist nur ein mühsam rehabilitiertes Märchen übrig, das in den Besitz des jeweiligen Mannes übergehe. Ich habe mir auch verschiedene Märchen gelesen. Um patriarchalen Deformierungen in den grimmischen Klassikern auf die Spur zu kommen, genügt mitunter aber auch schon einen Blick in die handschriftlichen Urfassungen von Asum 10. Die hatten Jakob und Wilhelm dem Dichter Clemens Brentano geschickt, jedoch nicht ohne vorher noch Abschriften zu erstellen, die, so Röllecke, den Grundstein für ihre eigene Publikation bildeten. Nach der Auswertung für die Drucklegung wurden die Urschriften von den Brüdern verbrannt. Erhalten blieb nur die besagte Urhandschrift aus dem Nachlass Brentanos. Sie wurde nach dem Ersten Weltkrieg in der Bibliothek eines Trappistenklosters im Elsass entdeckt. Hier findet sich auch der Hinweis C.F. Perrault Petit Pouquet, den Jakob Grimm zum Märchen von Hänsel und Gretel notierte, das dort noch unter dem Titel Das Brüderchen und das Schwesterchen verzeichnet war. Doch um zu begreifen, wie es um das Grimmsche Frauenbild bestellt war, ist der Text von Schneewittchen ungleich lohnender. Zwar wurde sie in der Urfassung auch im Wald ausgesetzt und das sogar von ihrer leiblichen Mutter, aber Begriffe wie Neid, Hass und Hochmut sucht man an entsprechender Stelle vergeblich. Für die Zwerge musste Schneewittchen ursprünglich nur kochen. Ihre übrige Hausarbeit machten die fleißigen Waldbewohner noch selber. Auch musste der siebte Zwerg nach der Entdeckung der blassen Jungfrau noch nicht allstündlich das Bett wechseln, sondern konnte die ganze Nacht beim sechsten Zwerg verbringen und einen nekrophilen Prinzen gab es auch noch nicht. Dass bei den Grimmschen Märchen die Heldinnen besonders viel arbeiten müssen, fand in den 80er Jahren Maria Tatar heraus. Jakob und Wilhelm Grimm hatten fast jede Gelegenheit ergriffen, um die Tugend der harten Arbeit zu betonen, bei Frauen. Männliche Helden dagegen durften oft auf Zauberer oder Helfer vertrauen. Darüber hinaus mussten sich
Protagonistinnen häufig einem Prozess von Erniedrigung und Niederlagen, ne, unterziehen, der mit einem schnellsozialen Aufstieg durch Heirat endete, gleichzeitig aber den Verlust von Stolz und den Verzicht auf Macht bedeutete. Was ja nicht schlecht ist. Im Gegensatz zu den Stiefmüttern, die längst wissenschaftlich erforscht sind, erscheinen die Väter in den Grimmschen Märchen oft eher positiv. Zu den wenigen Ausnahmen zählt das Märchen Allerlei Rau. Hier wird das Thema Inzest offen angesprochen, echt. Dabei ist es aber nicht weniger frauenfeindlich, im Gegenteil. Laut Tatar wird das Thema nämlich an seine Grenzen getrieben. Will heißen, die Möglichkeit, dass die Protagonistin am Ende vergnügt bis an ihren Tod mit ihrem Vater als Ehepaar zusammenlebt, könnte nicht vollständig. Die Geschichte handelt von einem König, der seiner Frau am Sterbebett verspricht, sich nach ihrem Tod nur mit einer Frau zu vermählen, die ebenso schön ist wie sie. Seine Boten suchen in der ganzen Welt, aber vergeblich. Schließlich entdeckt er an seiner Tochter das Ebenbild seiner verschorenen Frau und will sie zu allen Entsetzen heiraten. Die Königstochter bittet um drei außergewöhnliche Kleider und einen Mantel aus tausenderlei verschiedenen Pelzarten in der Hoffnung, dass die bescheuert oder was, ey. Die Bedingungen seien unerfüllbar, doch der König lässt alles anfertigen und verlangt danach noch die Hochzeit. Daraufhin flieht die Tochter in die Nacht und schläft gegen Morgen im hohen Baum ein. Sie wird gefunden und zwar von dem König, dem dieser Wald gehörte. An dieser Stelle nun scheiden sich die wissenschaftlichen Geister. Es ist nämlich nicht klar, ob es ein anderer König ist oder der König, von dem bisher die Rede war, also ihr Vater. In der weiteren Handlung kommt die Protagonistin, die nun Allerlei Rau genannt wird, beim Heim in das königliche Schloss, wo es in einem Ställchen unter der Treppe husen und in der Küche helfen darf. Nach einiger Zeit nimmt sie unerkannt an drei Festen in drei Kleidern teil und kocht dem König jeweils danach eine Suppe. Übrigens so gut, dass sie ganz nebenbei von dem Koch als Hexe beschimpft wird, von dem Kloß. Schließlich erkennt er ja alles Hexerei. Ist ja nicht schlimm. Schließlich erkennt der König den Zusammenhang zwischen der schönen Ballbesucherin und der begabten Küchenhilfe und es wird Hochzeit gefeiert. Dass die Brüder Grimm das Thema Inzest bewusst eingearbeitet haben, zeigt einen Blick in die Urfassung von 1810. Hier wird die Heldin nämlich von ihrer Stiefmutter vertrieben. Ein fremder Herr hatte ihr und nicht der leiblichen Tochter einen Ring zum Liebeszeichen verehrt. Sie flieht an dessen Hof, wo sie unerkannt als Schuhputzerin arbeitet und gibt sich durch den Ring, den sie unter ein Stück Weißbrot zur Suppe legt, zu erkennen. In ihrer Studienarbeit Allerlei Märchen und unterschiedliche Fassungen weist Susanne Krebs darauf hin, dass die Grimmsche Erstfassung von 1812 sogar noch frauenfeindlicher war. Das interessiert mich mal. Demnach musste Allerlei Rau dem König, bevor er zu Bett ging, zusätzlich noch die Stiefel ausziehen. Ja, richtig so. Was in Märchen auch als Metapher für Geschlechts was werden könnte. Knaller. Nachdem sie eben den Stiefel ausgezogen hatte, warf der König ihn ihr auch noch in den Kopf. Noch in der letzten Fassung charakterisiert sie ihn selbst. Naja, wenn, dann würde ich da einfach mal die Stiefel verstecken. So einfach ist das. Noch in der letzten Fassung charakterisiert sie sich selbst. Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden. Copyright Gebrüder Grimm. Nee, also wirklich. Märchen, ich mag Märchen. Ich mag Märchen, echt. Echt, jetzt. Echt Märchen. Märchen mag ich schon richtig gerne. Ja, ich mag Märchen. Grimm. Mögliche Alternativen. Frösche und Schlangen und feministische Märchen. Märchen, die Schatzhüterin, Traumsymboliker. So sieht's aus. Nichts Neues im Haus, ja. Der Maskulin ist Block hat über Titel Traum
aus www.faktum-magazin.de/2015/06/clip-kebekus-und-die-wiederholung-feministische-märchen. Titeltraum bei Frau Kebekus sind Männerwürstchen. Auf diesen Clip aufmerksam gemacht und ihn entsprechend kommentiert. Ein Kurzfilm mit Caroline Kebekus. Wollen wir uns den mal angucken? 1 Minute 45. Sehr kurz der Film. Mit Lena Lötzen, Melanie Mölzen. Bescheid, wenn ihr ein paar Schnittchen wollt. Was habt ihr denn so drauf? Wollt ihr mal sehen? Ihr kommt aus Texas. Der hat einen Hut auf und ein Hemd an und tut so, als wäre er aus Texas. Oh, jetzt spielen so Witch-Volleyball dazu. Na? Die Mädels gegen die Jungs. Und sie mit dem Cowboy-Hut ist natürlich die Schiedsrichterin, also 5 gegen 5. Was? Die hat mit dem Fuß gespielt. Das dürfen die beim Beachvolleyball. Schön, Nils. Schön, sauber. Die spielt Fußball, die wollen doch Beachvolleyball spielen. Wieso machen die da irgendwelche Kunststückchen mit den Füßen, die Weiber? Dann ist hier kein Ballettunterricht. Baggern, geh mal ran. Das ist doch nicht baggern. Ihr müsst doch verschieben! Der Ball tut dir nichts, Junge! Och, was war das denn, du Wollehorst? Wie zu Hause noch? Was soll denn der Scheiß? Was macht denn die? Was ist denn das? 1 Minute 44 und ich bin das bei 55 Sekunden. Der Schweiß tropft schon. Kunst dann! Die hat irgendwas auf ihrem T-Shirt stehen, die Inne. Die Mädchen, brillant, herrlich, wunderschön gespielt. Hand, das war Hand. Au! So Mädels, die Würstchen sind fertig. Aber sowas von. Warum spielt ihr eigentlich nicht Fußball? Sieht man doch jetzt immer öfter bei Männern. Unterstützt jetzt die DFB-Frauennationalmannschaft bei ihrem Traum in Kanada auf allianz.de/Titeltraum. Naja. Oh, jetzt ist alles weg. Wo sind das jetzt hin? Soll ich das jetzt mal? Ich muss zurück. Ich muss vor. Vor. Vor ist wieder da. Genau. Okay, Männer werden als Würstchen bezeichnet. Wie käme es wohl an, wenn Frauen als Schnecken bezeichnet würden? Lassen wir das auch. Wir kennen diese Double Standards. Eins ist aber sicher, Doppelpunkt. Die Kebekus macht sich mit ihren feministischen Ausfällen keine Freunde. Ist das eine Frau oder was? Kebekus und die Wiederholung feministischer Märchen, wie Frauen sind in allen Bereichen, dem man ebenbürtig oder gar überlegen. Da kommt nichts. Diese Märchen werden durch solche Clips nicht wahr. Man sollte einfach ein Ist jetzt hier bei mir die Klopfe oder was? Hallo? Wer ist denn da? Wer ist denn? Wie kann
Also nochmal. Man sollte einfach einmal die Fußballnationalmannschaften gegeneinander spielen lassen oder Leichtathleten gegeneinander antreten lassen, so Frau gegen Mann, Auge in Auge. Die Unterschiede werden dann schon deutlicher werden. Auch wenn die Kebekus lieber anders vermittelt und dabei noch mehr als wissen, warum können Feministinnen keine biologischen Realitäten akzeptieren? Das ist doch auch gar nicht schlimm, dass es Unterschiede gibt. Es besteht aber vor allem kein Anlass, Männer als Würstchen zu bezeichnen. Edith, wer sich für sportliche Duelle zwischen Männern und Frauen im Fußball interessiert, werden sie geschrieben. Der Maskulin ist Block. Ja, wo? 12. Januar 2015. So viel dazu, sagt mir Google zu feministischen Jahrchen. Ich habe schon mal eins vorgelesen. Bla 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 bla. Märchen. Brüder Grimm Märchen-Auffassung. Achtung, böse. Die 10 grausamsten Märchen der Brüder Grimm. Märchenpädagogik. Von Oliver Geister. Märchen als Kinderunterhaltung waren immer schon umstritten. Das ist auch keine Unterhaltung. Im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel Bedenken, Märchen könnten Kindern bedenkliche Fantasien einflößen, die sie von ihrer vom Erzieher vorgesehenen Bestimmung wegführen. Erinnern wir uns? Papas Erzieher, lateinisch. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts betrachtete man Märchen gerne als soziologisch und verurteilte infolgedessen vor allem die veralteten und klischeehaften Rollenbilder, personifiziert zum Beispiel im schlafenden Nornhäuschen, das nach 100 Jahren von einem Prinzen wach geküsst wird. Dass eben dieser Prinz, zumindest in der französischen Fassung von Charles Perrault, Dornröschen zuvor im Schlaf vergewaltigt, ist weniger bekannt. Wie bitte? Naja. Kommt drauf an. Verweist aber auf ein weiteres strittiges Merkmal vieler Märchen, das Moment des Grausamen. Heute ist es vor allem das Böse und das Grausame in den Märchen, das vielen Eltern und Erziehern zu schaffen macht. Bevor ich aus märchenpädagogischer Sicht auf das Phänomen grausam grauam einmal. Näher eingehe und dazu drei Thesen formuliere, werfen wir einen Blick auf die grausamsten Märchentexte der Brüder Grimm. Die Top 10 der grausamsten Märchen. Achtung, kein Kinderkram. Platz 10, Hänsel und Gretel. Zwei Kinder sollen sterben und verbrennen eine alte Frau.
In diesem Märchen folgt ein Mordanschlag auf den nächsten. Die Stiefmutter von Hänsel und Gretel erwürgt, dass die beiden Kinder im Wald ausgesetzt werden, damit sie dort vor Hungern oder von wilden Tieren gefressen werden. Einmal werden zu viel. Sie irren schließlich in Todesangst durch den Wald. Die sind nur ziemlich entspannt und gelassen. Und gelangen auf seltsame Weise zu einem Hexenhaus, wo sie zunächst willkommen geheißen werden. Doch bald stellt sich heraus, dass die Hexe vorhat, beide zu töten und zu essen. Hänsel wird dafür extra gemästet und muss eingesperrt in einem Käfig darauf warten, geschlachtet zu werden. Gretel aber weiß, das in letzter Sekunde zu verhindern, weil sie die Hexe in den Ofen schubst, wo sie jämmerlich verbrennt. Der Jubel ist groß, Gewissensbisse haben sie nicht. Sie bereichern sich mit den Schätzen der Hexe und finden nun den Weg zurück nach Hause. Die Freude, den Vater wiederzusehen, ist groß, gleichwohl oder gerade weil die Mutter nicht mehr lebt. Naja, schon ganz schön heftig. Platz 9. Frau Trude, eine hexenhafte Frau, verwandelt ein neugieriges Kind in einen Holzblock und wirft es ins Feuer. Das kenne ich noch nicht. Wer Hänsel und Gretel schon grausam findet, weil da Kinder eine Hexe in einen brennenden Ofen stoßen. Wir befinden uns übrigens auf www.märchenpädagogik.de/geister-achtung-böse.pdf. Weil da Kinder eine Hexe in einen brennenden Ofen stoßen, der sollte bedenken, dass Gretel hier aus Notwehr handelt und nur so sich und Hänsel das Leben retten konnte. Ganz anders verhält es sich mit Frau Trude. Einem typischen Wonn- und Schreckmärchen für das Ungehorsame und das heißt in diesem Falle das neugierige Kind. Entgegen den Warnungen der Eltern besucht ein kleines Mädchen im Wald die dort wohnende sonderbare Frau Trude. Diese sagt dem Kind freundlich: Ich habe schon lange auf dich gewartet. Dann verzaubert sie es in einen Holzblock und wirft diesen ins Feuer. Endet mit dem lakonischen Satz: Das leuchtet einmal hell. Platz 8. Schneewittchen. Wie eine Mutter ihre Tochter aus der Welt schaffen, ihre Eingeweide essen will und sich schließlich zu Tode tanzen muss. Das klingt spannend. Zu Tode muss es ja nicht gehen, aber tanzen am Ende finde ich schon wichtig. Man will es nicht glauben. Das beliebteste Märchen der Deutschen, Schneewittchen, schafft es auch in die Top 10 der grausamsten Märchen. Schneewittchen ist nicht nur das Märchen der schönsten im ganzen Land, die den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen den Haushalt führt. Es ist auch ein Märchen gespickt mit üblen Mordeinschlägen. Allerdings ist nur ein einziger erfolgreich. Es beginnt damit, dass die Mutter erst in späteren Auflagen, macht Wilhelm Grimm daraus die Stiefmutter, ihr schönes Kind im Wald aussetzen und töten lässt. Doch nicht nur das. Sie will auch Schneewittchens Eingeweide essen und tut es vermeintlich auch. Aber es passiert ja alles nicht. Ne? Ja. Weil der Jäger ist ja nicht bescheuert. Hm? Der Förster, der Jäger, der ist ja nicht dumm. Der hat ja Herz in der Brust, nicht wahr? Sie weiß allerdings nicht, dass der Auftragsmörder im Gestalt des Jägers Mitleid mit Schneewittchen hatte. Es im Wald lebend aussetzte und der Königin eine tierische Leber und Lunge zu essen gab. War nicht schlecht für die, jetzt ein bisschen Eisen, ein bisschen was Rohes zu essen. Nachdem diese aber durch ihren Zauberspiegelgefühl erfährt, dass Schneewittchen noch immer lebt, ihr Zauberspiegel, folgen drei weitere Mordanschläge. Die böse Königin versucht persönlich, warum auch nicht, ihrer Stieftochter die Luft abzuschnüren und zweimal probiert sie es mit Gift. Erst steckt es in einem Kamm, dann in einem Apfel. Beim dritten Mal schaffen die sieben Zwerge es nicht mehr, die Tote wieder zum Leben zu erwecken und legen sie in den gläsernen Sarg. Diesen überlassen sie einem offensichtlich nekrophilen Prinzen. Nekrophil, jetzt weiß ich, was die damit meinen. Und nur durch einen Zufall, die Sargträger stutzen und das vergiftete Apfelstück fällt heraus, erwacht das scheintote Schneewittchen abermals. Als die Hochzeit mit dem Prinzen stattfindet, lässt es sich die alte Königin nicht nehmen zu erscheinen und die Vergeltung folgt aufs Grausamste. Eiserne Pantoffeln werden über ein Kohlefeuer gestellt und mit Zangen hereingetragen. Die Königin muss in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zu unten. Stimmt, das ist am Ende. Wo ist Nummer 8? Ach, das war Nummer 8. Platz 7. Der liebste Roland. Ein Versehen mit Folgen, Doppelpunkt. Eine Mutter hackt ihrer Tochter den Kopf ab. Der Mordanschlag galt eigentlich ihrer Stieftochter. Der Grund? Sie wollte ihr schönes Schutzlein haben.
Es verbirgt sich Grausames hinter dem netten Titel Der liebste Roland. Eine Mutter hat eine leibliche Tochter, die sie liebt, und eine Stieftochter, von der sie unverblümt sagt, sie habe längst den Tod verdient. Anlass für den geplanten Mordakt ist die schöne Schürze des Mädchens, die die echte Tochter begehrt. Im Schlaf soll ihm deshalb der Kopf abgehackt werden. Da das vermeintliche Opfer diesen Plan aber mitbekommt, bettet sie in der Nacht ihre Stiefschwester heimlich in ihr eigenes Bett um. Wie macht die das denn? Die Mutter kommt herangeschlichen, in der rechten Hand die Axt, in der linken fühlt sie erst, ob auch jemand vorne lag, und dann fasste sie die Axt mit beiden Händen und hieb ihrem eigenen Kind den Kopf ab. Das Mädchen mit der schönen Schürze nimmt den Kopf ihrer Schwester und tröpfelt Drehblutstropfen auf die Erde. Einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Diese soll in der Mutter von ihrer Untat berichten. Dann entwendet es. Komm rein! Vor allem, ich hab Termine. Und ich guck das gerade schon mal alles an, ich hochguck die Stücke und dann. Da höre ich auch. Mein Telefon liegt da oben. Der wollte warten. Ich kann nicht mal anrufen. Ey, das ist so ein Durst. Ich bin da rausgeflogen, bin erweckt. Ey, hier sind meine Kinder. Wo bist du jetzt rausgeflogen? Im Haus der Wohnhilfe, wo ich wohne. Gut. Weil ich war nicht Sachen geholt habe, einfach aus dem Zimmer. War ich eigentlich nicht auf. Das ist Diebstahl. Und unterm Strich, möchtest du jetzt was tun? Sagtest du gerade, du willst mich schminken. Mich umziehen und mich dich von bitten, dass ich meine Sachen, meinen Koffer, bis ich nachher von meinem Termin jetzt wiederkomme. Ja, kannst du ja. Stehen ja, lassen. Ja, stehen ja, noch. Ja, klar. Bis sie nicht wegkommen. Mich jetzt hier schminken nur schnell. Ich wasche mich unter die Arme mit dem Lappen. Hast du den Lappen da? Gut, alles da. Waschen. Was habe ich doch gemacht? Hilft mir jemand? Nee. Ich will es noch mit dem sehen. Es ist vielleicht besser, den Typen nicht mehr so auf die Art und Weise zu helfen wie vorher. Hm? Gerade bei Kölsch, echt, also Kölsch, den überlasse ich Christian. Ich kenne sie schon seit 8 Jahren. Und ich merke das sofort, wenn Kölsch irgendwas von mir will. Das will ich nicht, dass der was von mir bekommt, was dem nicht zusteht. Ist so, wa? Ja, es gibt wirklich, ey, Kölsch leiden auf höchstem Niveau, ja. Es gibt wirklich Menschen, die haben Schmerzen. Die haben, was macht er das? Die haben kein Geld, die haben welche Schmerzen, die haben sonst was für Sorgen. Der macht einfach nur, weil er Aufmerksamkeit will. Ja, der sitzt da, weißt du, und jammert und jammert. Der hat ja alles. Der muss einfach nur mal seinen Arsch bewegen. Ja. Das sage ich auch mal, andere haben viel mehr Probleme, aber. Und da sitzt da, als könnte er nicht mehr, als müsste er sich gleich das Leben nehmen, aber. So ungefähr ist, oder? Ja. So sieht's aus. Wo würdest du denn am liebsten wohnen? Bei meinem Ex. Aber es läuft nicht ganz drum. Hat er dir gesagt? Das weiß ich auch, ja. Das möchtest du ja auch nicht. Du möchtest ja auch, dass es schön ist. Mhm. Ich kann mir jetzt meine Bude suchen, ne? Ich hab's los, ich muss irgendwo. Wo jetzt irgendwas machen, was ist das? Ich sitze nicht hin, warum hab ich keinen Bock drauf? Nee, Mann, ich hab keine Sorgen. Ich hab gerade erst meine Sachen jetzt von alle dort hingebracht. Ich habe jetzt erstmal eine Sperre für 2 Wochen. Nach 2 Wochen kann ich dann nochmal hin und dann. Ja, der Merkur ist rückläufig. Das heißt, Verträge unterschreiben bringt bis 8. Januar gar nichts. Also bis 8. Januar auf nichts festlegen. Ab 9. dann wieder kannst du wieder sagen, okay, das und das. Was mit dem Stern zu tun, mit dem Planeten. Mhm. Und hättest du den Mond in Fischen, habe ich vorhin schon nachgelesen. Brauchst du? Ja.
Lass doch, machst du doch nicht aus. Willst du nicht weiter? Oh. Nein, dann geh hier. Dann komm ich dir weiter. Jo. Ich mach das mal. Du solltest vielleicht mal kurz meine Bahn ziehen. Ich ziehe, ja, ich hab das Problem, ich ziehe. Wozu brauchst du denn das jetzt? Einfach nur um loszugehen, um nicht mehr so kopfgestresst zu sein. Um alles nach dem anderen abarbeiten zu können, weil ich bin gerade übelst. Ich atme mich über mich selber, sag ich mal, oder? Ich im Endeffekt, was habe ich gemacht? Ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Mein Sohn von 7 Monaten liegt da im Heim, weißt du wie? Mhm. Es wird da eigentlich mit hinkommen und wenn das Jugendamt rauskriegt, dann ich. Wenn du davon wegkommen möchtest. Ich war auf Therapie, auf Entgiftung, ich fahre jetzt auch wieder. Ich möchte gerne höflich sein. Ich kann das nicht sehen, dass du traurig bist. Ach Gott, mich übelst an. Wer ist denn für mich da im Endeffekt? Keiner. Wenn ich so da sagt mal oder rührt sich mal da oben, nicht. Da hält sich nicht mal an der Abmachung. Wartet da die paar Minuten. Auf jeden Fall kannst du dich doch in eines verlassen, oder? Dann hat sich doch ein guter Freund. Der möchte doch auch nur, dass es dir gut geht. Und ich mag den Hans auch total gerne und wir helfen uns immer gegenseitig. Das geht ja. Ja. Der ist nicht da, bei denen hab ich auch geklopft. Ja, Hunger, muss auch mal von heute rennen. Oh, ich zieh mir jetzt auch mal ganz schnell um und so. Meine Freundin, die steht ja auch unten, die wartet auch. Ich hab gesagt, ich soll jetzt mal warten, weißt du? Na dann. Na, ich zieh mir jetzt um und dann nehme ich meine Wege schnell machen. Wie das? Oh, hat der Hund nie geklopft? Nö. Der wollte, er hat mich nur gefragt, ob ich eine Flatrate hab. Wann vorhin? Mhm. Das ist total krank, aber schon mit mir. Ey, da geht so was, der hat sich einbildet. Ist der Hund mit auf Arbeit, diese Fix? Immer. Was? Immer. Echt was? Immer. Ach so, der macht der hier auf. Weißes Haus. Da ist er immer schön in der Natur und. Freiwillige Basis war auch. Mufti nennt sich das. Mufti. Mufti, ja. Ist Freiwilligendienst, ja. Mhm, was? Mufti, das ist Mufti. Du kommst nicht. Ja, das ist spannend. Ah, ja. Wo ist es denn? Ey, willst du sowas, Handwärmer? Da habe ich an die gedacht vorhin, ich war im Umsonstladen. Kennst du Umsonstladen? Oh ja, ich war da schon sehr lange nicht mehr. Ich habe vieles aus dem Umsonstladen. Mhm. Ist das schön. Kannst du denn reinmachen? Wunderbar. Das gefällt mir. Da freue ich mich. Genau, heute ist Dienstag. Na, ich will jetzt zur HWG. Da hat es auch nicht Föhn, habt ihr einen Föhn? Ja. Och. Ich glaube schon, oder? Haben wir einen Föhn? Ja, der hat ja lange Haare. Oder? Haben wir einen Föhn? Mhm. Haben wir einen Föhn? Haben wir einen Föhn? Oh, ey. Das, und sowas ist eigentlich für mich kein Leben. So überall zu schlafen und für mein eigenes Zuhause haben, wisst ihr? Das ist so, oh, alles übelst schlimm. Ich kenne das. Ich vermisse die Katzen auch. 2 Katzen in. Hast du? In Scherben. Wohnst du in Scherben, ne? Na, da ist das Haus von meinen Großeltern. Achso. Und da wohnst du bei deinen Großeltern, ja? Na, mein Opa da ist schon im Heim seit Anfang letzten Jahres. Mhm. Die Omi ist gestorben 2014. Und die Katzen wohnen da schon seit 2014. Wie viele hast du? Zwei Mädchen. Schon seit 13 Jahren begleiten die mich. Echt, ja? Die ganze Zeit, die ich nicht zu Hause gewohnt hatte, waren die immer bei mir. Also die ganze Zeit in der Stadt. Ja. Was? Ja, und da möchte ich dann eben mit der Freistelle so immer mal hin. Und fährst da wieder hin? Das weiß ich noch nicht, wenn das Wetter uns nicht mehr so toll ist und wenn es nicht mehr so schrecklich ist. Kalt ist ja. Windig, nass, regnerisch. Ich hatte ja gestern ein paar Schuhe gefunden. Die fand ich gut. Die habe ich angezogen. Die haben mir gepasst. Welche Schuhe? Braune. Wo hast du die? Braune Turnschuhe. Habt ihr die gefunden? Die hat Kölsch mit eingeschleppt.
Die liegen hier irgendwo. Ja, ja, die brauchen wir. Die sind schick, die passen. Schuhe, die fühlen sich an. Die fühlen sich richtig gut an. Probst du das? Schuhe. Na, warum? Na ja. Du hast ja gesagt, du ziehst keine Schuhe an. Theoretisch laufe ich ja am liebsten barfuß, ja? Ja. Aber ich bin ja nicht an so bekloppt, dass ich mir unnötig weh tue. Ja? Was hast du für eine Schuhgröße? 42. Oh, das ist auch nicht schön. Die hab ich doch von 8 gebracht. Christian hat ja auch die 42, weißt du? Das ist praktisch, mein Opi hat auch die 42. Ich konnte in Scherben konnte ich die Schuhe von ihm anziehen, wenn ich welche brauchte. Hier könnte ich welche anziehen, wenn ich welche brauche. Das ist doch gut, ja. Das ist auch praktisch. Der Gerald, der hat auch 42, hat in der letzten Winter hat er mir ein paar Schuhe geschenkt. Die habe ich dann noch angezogen. Das ist doch gut. Mhm. Ja. Ja, da bin ich auch. Naja, mal gucken, was mir langt. Da räumt nicht mal seine Bude da oben auf. Ja, ich will. Der verlangt von mir, oder von seinen Freunden, dass die die Bude für den aufräumen. Wisst ihr, und der sitzt da wie so ein Pascha im Bett, Alter. Ja! Und macht gar nicht so kommandiert rum. Ja! Dass ich den dann nichts mehr in die Fresse hauen würde dafür, Alter. Ja. Wer denkt, der ist größer so? Und dann haut er rum. Oh, andere sind schuld, dass er wieder anfängt mit Saufen. Ja, wie bist du heute, Alter? Da stellt sich dümmer, als er ist, der bekloppte, Alter. Ist er nicht schlecht laut mit sowas? Nee, weil das gespielt ist von dem Mann. Nein, ich weiß! Das ist nicht mal. Und das Schlimmste ist ja, ich habe ihn ja, er telefonierte ja mal mit seiner Mutter, er hatte irgendwie kurz, ging was kurz vor seinem Geburtstag oder so. Und die Mutter hatte ihm wohl verklickert, ja nee, es gibt nur 30 Euro. Und der war dann, weißt du, der hat so wie jetzt, was, wow, und ich habe schon damit gerechnet und bla, der war total enttäuscht, dass er nicht das verlangte Geld zum Geburtstag geschenkt bekommt, was er sich da und boah. Und das Schlimme ist ja, oh, und dann fängt er an zu heulen, weißt du, dann macht er, meine Mutter, ich will doch nicht, dass ich meine Mutter solche Sorgen macht, meine Mutter, die hat mich doch so lieb, weißt du. Das hast du mir gestern auch erzählt, genau so. Schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ey, der benimmt sich schlimmer wie so ein Fünf-Jähriger. Ja. Vor allem, da müsste so was ändern. Ja. Ich kenne den halt auch schon lange, ja. Kommt ja auch dazu. Und, oh Mann. Wie lange denn? Schon fast 8 Jahre. Ja, siehst du, der Christian, der kennt den ja auch schon seit 8 Jahren. Und der sagt ja unterm Strich, also er kann ihn ja nicht. Der bekommt ja seine Medizin, der bekommt, weiß nicht, 1 Euro für ein Ticket oder so, wenn er eins braucht. Und dann schwächt er den ab. Aber so großartig sich das anhören würden, das gejammert, das will Christian noch nicht mehr. Weißt du, da haben wir alle kein Besseres. Da, das ist einfach, irgendwann ist da auch kein Bock mehr drauf, kein Nerv. Weil da ändert einfach nichts, da bleibt immer so stehen und. Da kein Bock drauf. Da soll ich das Maul halten, soll ich nicht so dumm labern. Als der hier letztens ankam, mit seiner Mütze und mit seiner Insulintasche, ja, die ist ja schick, da dachte ich erst, Mensch, du siehst aus wie so ein Fotograf. Weißt du könntest auf irgendwelchen Konzerten rumrennen und da Fotos machen, weißt du? So ein Typ bist du. So siehst du aus mit deiner Insulintasche, nur dass da dann kein Insulin drin ist, sondern eine professionelle Kamera. Weißt du? Mhm. Das würde dir zu dem passen. Okay. Ja. Weißt du, der ist aber nicht hässlich, das ist ja so ein Schmucker an und für sich. Sagen dem ja alle. Alle sagen dem das. Ja, wenn er sich mal 3 Tage sich erholt, dass der dann aussieht wie frisch von der Werbetafel abgekratzt. So. Mhm. Naja, das dauert aber auch ein bisschen, bis er sich wieder hinkriegt. Man sieht ihn doch schon seinen Scheiß an, aber jetzt auf jeden Fall. Schön. Weil er macht sich auch so heftig, zieht einen Mantel an, dann holt er Jogginghose und will so zur Sportkasse. Ey, ich sag einfach, Kirchen. Zieh dir was auch nicht an, ich sag, du machst dich doch voll zum Assi. Ist so. Weißt du, wenn es eben schon schlecht musste, musst du doch nicht der Gesellschaft noch zeigen, dass es dem wirklich schlecht geht. Aber weißt du, wie und sich noch so klein wie so ein Assi. Was ist das aber? Ich bin nicht seine Mutter. Das könnte mein Vater sein, fast hast du gehört. Ja. Der müsste mir eigentlich zeigen, wo es lang geht. Spannend. Ja.
Der glänzt wirklich nicht mit Fähigkeiten. So. Das wäre schon schön, wenn er ab und zu mal zeigen könnte. Ja, denk einmal dumm gestellt, reicht für Sachen. Dass er auch lachen kann, weißt du, dass er auch fröhlich sein kann. Das ist eher nur so ein. Trauerklot, der bemitleidet sich selber die ganze Zeit, ne? Geigenhumor. Ey, sorry, aber das bin ich mir einfach leid, also. Ich bin Bock drauf. Ja, und gestern. Ich hab meine eigenen Probleme. Und gestern rief der da bei der Hotline an, ja, und dann natürlich so, und schon hast du mal das Telefon geklaut. Und dann ist diese schlechte Laune dann auch noch an diesem armen Callcenter-Mitarbeiter ablassen müssen. Wo dann, wo sie dann am Ende noch sagen, oh, der war besoffen, ne, ist der Hans und Kölsch, sagten dann über den an der Hotline, der wäre besoffen gewesen. Also bitte. Das musst du erst nur machen, so ein Scheißjob. Da irgendwelche frustrierten Menschen immer und dann freundlich sein. Oh, sei auch nicht ans Dicht, sorry, aber. Dicht, ja, nicht ans Dicht, richtig. Wie geht's denn deiner Haut? Hat die Salbe, hat das Öl ein bisschen linder aufgemacht, ne? Das ist gut. Da freue ich mich. Oh, geht ja nicht irgendwo, ach, wo? Hinten im Bad nur. Oh, ja, ne, das ist schon. Ich mach nur noch hohe Sorgen, Scheiß drauf. Du kannst auch hier vor das Fenster gehen, hier ist auch noch ein Spiegel im Wohnzimmer. Oh, nö. Der Spiegel da, der macht dein Gesicht ein bisschen schmaler, der da auch am Fahrrad, und die anderen, die sind normal, habe ich festgestellt. Und davon langt der auch immer, da. Denkt jeder, hockt den alle vor den Arsch, so, weißt du, und alles zu dir geflogen, denkt der alle, weißt du, der muss nicht mal nur auf seinem Sesselthron da unten sitzen, auf seiner Süßmatte. Das ist echt so, sorry, aber was macht bei dem rum? Nee. Alter, Mann, Tabakkettchen zugefunden, ich hab schon gelebt von ihm. Das hat noch nie sehen, warum ich letzte Jahre. Zu Tabakkettchen, die unter der Couch lagen. Ich glaube, das wird total schön, wenn ich da mal hochkomme. Vielleicht schaffen wir es ja mal allgemein irgendwie da ein bisschen neu ans Bürger reinzubringen. Ich habe da schon angefangen einzumoschen, aber. Aber ich bin heute früh daheim, da haben schon wieder Essensreste vor Bett. Mhm. Mit viele und so, aber konnte schon neu auch nicht mehr treten. Das ist einfach nur. Warum, für was mache ich denn das dann? Ja, es wäre sinnvoll, da mal wirklich so einen Vertrag zu schließen, verstehst du? Aber deshalb muss ja sowas mal gemacht werden, damit du sagen kannst, ey Junge, wir hatten das klipp und klar so auf die Art und Weise abgemacht. Ja, jetzt halt du dich auch an deine Pflichten. Sprich, mach's nicht gleich wieder dreckig. Ja. Auch das Handy. Wenn es von mir ging, ich hätte das Handy nicht hier. Es ist aber offensichtlich, dass der kein Handy braucht, wenn es ihm ständig verloren geht, oder? Das ist doch ein Zeichen. Ich jetzt behalte. Das ist doch ein Zeichen. Ich kann es gut gebrauchen, ehrlich. Da sind drauf, Alter, da ist ich immer auch klar. Ah, ganz unbeholfenes Lebewesen. Ne? Das ist ja wirklich eine Klapse, das ganze Haus. Glaubst du es? Ja. Das ist im Prinzip, das ist ja auch Wohnheim. Aber noch viel, viel gruseliger. Jedes Haus ist so was. Ja. Ja. Ich realisiere, dass du mich auch nicht getragen hast. Schlaf ist sinnvoll. Das heißt ja nicht umsonst, schlaf mal eine Nacht drüber, weißt du? Machen wir es morgen. Heute.
Denkst du, irgendjemand hätte sich da gekümmert drum und hätte das Handy geholt? Und über mich hat er die ganze Zeit so geschimpft. Jetzt hat er keinen Mund mehr. Ja, doch vorher geguckt, den wir sie haben. War aber diejenige, die kam und den seinen Bruder gewandt hat. Spannend. Ey, naja, wenn ich hier komme, schon mal einen Termin oder. Ey, tu dir den rein, selber komm mal mit hoch. Bitte. Von mir aus, gerne. Sagt er auch, je nachher, ich frage vor Ebenen, aber zu oben. Ist das doch bestimmt bestehen. Ja, sag, verlass dich doch da mal nicht so drauf, Alter. Ich sag, du hast nicht mal Geld, ich sag, du gehst davon aus, dass du mal alles geschenkt kriegst. Ich sag, haben wir auch ein ohne geschenkt, König, Alter. Wir müssen auch hart dafür arbeiten. Das Schöne ist ja, von mir bekommt er sowieso nicht geschenkt, weil es ist nicht meins. Verstehst du? Ich rauche gerne, wir können zusammen Joint rauchen. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber es obliegt nicht meiner Macht, das hier großartig zu verteilen. Das ist nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht und das war nie mein Anliegen. Nee, der geht mir auch schon nach 5 Minuten, 10 Minuten. Wie quasi denn jetzt dann? Du, den können wir nur zusammen. Können wir den in irgendeiner Form bewältigen, den Kölsch. Das schaffen wir zusammen. Weißt du, der findet dich ja jetzt nicht blöd. Der hält ja auch jetzt auch was von dir. Er hat doch ein paar gute Seiten an mir entdeckt, ja, die er gerne vor sich herhält, sprich meine Kräuter-Affinität, dass ich so auf Pflanzen stehe. Und machen wir Pflanzenalk. Ja, Diabetes hat er ja auch. Ja, na. Aber durch Kopfstein, durch Saugen bei ihm, oder? Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Diabetes. Sieht ein bisschen fütter aus im Gesicht. Ich schwinge ja nicht. Nee, glaube ich nicht. Damals mit 14, 15 habe ich mir immer mal ein Puder reingemacht. Und ich habe mir ganz schön festgestellt, dass das Zeug mir über einen Klamotten klebt. Und ja. Ich hatte auch nicht so gut viel mit. Ich hätte Soli. Ich hätte so mit dem Oma und dem Ich eigentlich mit Soli, ne? Aber die Wetter draußen kann grausam sein. Das ist schon manchmal auch nicht klar. Schneiden, das ist nice. Oder gewöhnst du dir das nicht?
Frau hören müssen. Ja. Ja, wenn ich Musik höre, dann ein bisschen besser, aber die Kopfhörer dann nur halten. Genau. Au. Au. Oh, ich muss die waschen. Ey, Mann. Ja. Da oben. Entschuldigung, man merkt mich nicht. Ja, so. Ja, so. Ja. Hier ist eine Peine mit einem Stern. Eine Palette mit einem Stern. Da ist eine Stern. Ja, klar. So, ja. Jetzt auch. 3 Euro ein Kick. Was will man denn? Ist ja klar. Burn out? Das passt aber. Ist das nur eine Million? Das ist Du, neun Augen zu schön, wenn sie an die Mitte wachsen. Bei mir nicht. Doch. Das dauert. Aber oh, selbst noch kommt. Das war nicht so. Das passt alles. Das ist alles. Das ist jung. Ich pack das nachher irgendwie in irgendeine schöne Ecke, alles übersichtlich, schön sauber und dann das. Letzten Winter war ich so unterwegs. Ich hatte nicht ganz so viele Sachen, ich hatte mehr Essen dabei. Und dann bin ich auch hier, ständig hier vor der Tür. Das war kurz vor Weihnachten, 2-3 Tage vor Weihnachten. Da war ich erst in Heidelberg beim Kumpel, bei Svenny. Mhm. Und der, nachdem ich meine Mutter rausgeschmissen hatte in Scherben, die hatte letztes Jahr im Winter noch dort gewohnt, weil mein Opi da noch gewohnt hatte. Mhm. Und da meinte sie, ich will, dass du dir eine neue Bleibe suchst. Und dann bin ich nach Heidelberg. Da habe ich nur gewohnt, eine Woche. Mhm. Ja. Und die hatten da auch die ganze Zeit Christel eingeladen und schon irgendwie Leute. Christel. Da bin ich dann auch abgehauen. Und dann stand ich hier vor der Tür, weil ich den Abend zuvor habe ich den zweiten Film von Christel angesehen. Die haben dreht auch Filme, also mittelalterlich ein bisschen. Ja, beinahe. Kurzfilme, genau. Mhm. Und dann habe ich den zweiten Teil gesehen. Und dann ging es ums Kiffen und meine Lieblingspflanze. Und dann dachte ich, okay. Da gehst du mal hin, da sagst du mal Hallo. Und einen Tag später hat sich dann der Spiegel oder sowas im Kleben, ne? Da ist ein Glastisch. Ja, kann ich ja. Mach doch. Also, ich muss nichts kennen, ich gebe doch irgendwo. Ne? Ich bin an sowas gar nicht interessiert. Okay. Jeder soll mit seiner Medizin glücklich sein. Und ich hätte gerne meine, aber so muss ich das nicht haben. Ich beobachte viel lieber. Hm. Ja, ist ganz genau. Bei mir wirkt das ja nicht, außer dass ich nicht mehr so viel Kopfstress habe.
dass ich kalt, also herbstlos wäre, also kalt, naja, wie soll ich sagen, nicht drüber nachdenken, so, wenn ich da noch hinge, ich würde nur da sitzen und pflegen. Was meine ich, der König, aber ja. Ich will mich drehen, ich will was an meinem Leben ändern, wisst ihr? Ja, ja. Und irgendwie, ich habe keine Mama, keinen Papa, meine Eltern sind tot, wisst ihr? Ja. Ich bin ganz alleine und kümmere mich noch um so ein Riesenbaby, Alter. Das kann nicht so sein. Wir werden geköscht, dass wir hier können, dass es nicht so weitergeht. Das geht auch so nicht, wa? Ja. Ja, hier gibt es Kärtchen. Da oben drin in dieser. Eine richtig dicke Kopf. Ja, da ist hinten, ne? Ja, mach doch. Vor allem der Kirche. Nee, da haut er einfach ab, das ist auch respektlos. Da kann man nicht sagen, wir fahren zusammen zum Arbeitsamt, gucken dann nach einer Wohnung zusammen, weil er ja auch eine braucht. Und fährt ja einfach ab und lässt mich hier stehen. Verarmiert so einfach ja nicht, das darf ja auch nicht sein. Ich werde das auch nicht machen. Das will ich mir noch. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Kriegst du Ah, ich bin im Internet zu Hause. Ja, jetzt habe ich mich gerade mit der Urfassung der Kunstmärchen. Bin ich gerade dabei. Da habe ich so ein PDF gefunden, wo jemand die 10 grausamsten Grimmschen Märchen kurz zusammenfasst. Da war ich jetzt schon bei Nummer 7. Boah, ich weiß den Kenn ich davon gar nicht, aber Hänsel und Gretel war dabei. Aschen. Brote. Schneewittchen war dabei. Schneewittchen war dabei wegen der Stiefmutter mit den Mordversuchen und so. Jetzt wach bleibe ich, habe ja nicht geschlafen, wisst ihr, und schlaf ich ein unterwegs. So. Und bei Hans kommst du nicht in der Nacht unter? Doch, aber ich bin nicht so ein Mensch. Ich bin halt, ich mache alles alleine. Ich kenne es nicht, dass mir jemand Hilfe anbietet oder so, weil. Deswegen, ich bin seit 3 Jahren alleine. Ich mache alles alleine. Denn der Hans hat letzten Winter hatte ja die Franzi bei sich wohnen. Er hatte da ein Zimmer und hatte so eine kleine Katze. Und der Ja, ich weiß, ich kann ja mal mit den Eulen machen. Und ich kann ja versichern, der Hans, der war viel glücklicher, wenn er bei dem Bus nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich bin mit Hans schon seit eben Jahr weg. Mit Hans schon die Wohnung schön gemacht im Club sind. Und der Junge hat auch noch keine Zeit. Bei ihm drüben? Ja. Mal alles aussortieren. Und der Chris von dem an, der ist auch nicht beliebt. Das ist auch kein Arschlauer. Die verstehen sich doch einfach nicht. Das ist auch ein netter Mann. Weil der hört laut Musik ab und zu und da freue ich mich, wenn nebenan laut Musik hört, wo ich weiß, okay, schön, da freut sich noch jemand deines Lebens. So. Ich finde den Chris dann auch, also den Chris auch nicht. Ja. Nur der Olle Stern. Und der Hans hat so viele Schätze da nebenan. Der kann so gut mit Pflanzen, der kann echt richtig. So viele Schätze, ja, ich weiß. Und der weiß es auch ja auch nicht, dass er so viele Schätze hat. Der muss einfach, der hat keinen Überblick mehr. Dieser Pelzen wollte ich einfach nur. Ach, da macht er auch. Sagte mal ja, guck mal, ich habe schon nichts dabei, wenn er es wollen würde. Der will es nicht. Der Hans. Der hat Angst, dass er so viel weg verschenken muss oder so. Der wird nicht verschenken müssen. Wir wollen uns da erstmal drüber überhaupt erstmal uns austauschen. Ja. Ich habe es mir auch schon mal angeboten, so, weil der könnte mehr aus einer Wohnung machen. Wenn wir das gemeinsam machen, ja. Das ist richtig gut. Ich habe hier mal bei deinem hier, die hat einen Bruder, bist du mit dem auseinander? Ich habe hier 2 Tage gebraucht und ich habe aber alles gemacht. Ja. Ich kenne dich, ich habe auch schon öfter geputzt. Das letzte Mal hatte ich mir da schön. Hier ist es auch schön. Ja. Hier schön sauber. Das ist ja auch das Schöne daran, seit ich hier auch bin, ja? Seit dem Jahr. Jetzt sind die mehr so dreckig. Nee, ist es auch nicht. Ey, man sieht es. Es gibt dann immer wieder so, es ist ja normal, ja? Mhm. Wie ist dann, man hat gesagt, ja, ist aber auch mal viel los. Das ist einfach ein Atelier. Hier wird, hier wirst du wohl gehobelt wird, da fallen nur mal Späne. Das ist sehr schön. Ja, nicht wahr. Der ist aus Leder. Echt? Das ist Leder, ja. Ey, Paulus verwirklicht immer Zeug rum. Spannend, oder? Alles, was hier draufsteht. Das ist krass.
Jo, das ist nicht ganz. Ich bin sowieso so ein Sammelkramer. Ich auch, schon ja? Jeden Tag. Ne? Die Häuser gekauft und die Möbel gerettet, bevor das Dach einstürzt und so. Na, ich bin auch so, ne? Schmucke Mütze. Bist du zu Hause, ja? Ich bin hier. Ich komme ja dann. Ich bin deine Nüsse. Was, willst du irgendwas trinken oder so? Ich bring mal was mit. Ja, eine Glücksnuss. Willst du irgendwas trinken oder so? Ich bring was mit. Ein Saft oder irgendwas? Gar nicht. Sicher? Gar nicht. Sicher. Weil die Tasche steht ja. Gut, dann sehen wir uns gleich, ja? Also, na gut, jetzt bestimmt Frage für ihn. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wenn der Kirch kommt, sag dem Alter, ich bin jetzt dicht, aber... Ist doch mal, ist hier was drin? Habe ich mir den allein nehmen wollte? Nein, du mir mit der schönsten Tasche zum Heilerum reinsetzt. Ja, mit der roten. Deswegen ist es wichtig, dass nur ein schöner Kalender drin. Mhm. Und eine... In der Nase oder mit Trauer. Ja klar, der ist nicht ganz sauber. Na, das ist nicht schlimm. Dafür steht noch ein schöner Kohlschatz drauf. Ein Stern unter der Falle. Das wollen wir mehr. Das wollen wir mehr. Am Meer, das wollen wir am Meer. Was isst du zu Mittag? Ich faste sehr lange. Ich trinke morgens so gut wie nur Zitronenwasser oder Tee. Und dann ist irgendwann am Nachmittag für mich. Und die Waffel habe ich heute schon mal gegessen. Willst du was essen? Soll ich noch mitbringen? Das ist ja gar nicht. Warum schon? Nicht unbedingt. Was? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Essen. Hast du Essen? Nee, du hast doch nicht. Du hast doch nicht. Das kann man essen. Naja. Was isst du? Isst du auch alles, ja? Ich vermeide Fleisch. Fleisch gar nicht. Und nach dieser ganzen Zuckerfresserei würde ich da jetzt auch nicht mehr so viel haben wollen. Vom Fleisch. Was mag ich denn mit Kokosnuss? Also ich esse ja auch Fleisch. Kokosnuss. Kokosnuss? Ist das überhaupt noch? Ja, das ist ein Buch. Wo? Von der Ecke ist mit der Lese der Asia noch. Mhm. Ja, Kokosnuss und Kokosnuss. Das finde ich dann nicht. Das ist cool. Ich gucke mir diese Fetzen. Ja, nehmen wir uns nachher, ja? Ja. Gut, meine, dann bis später. Der Fall. Sie freut sich. Ganz, ganz doll. Ja. Diese, das Mädchen mit der schönen Schürze, nimmt den Kopf ihrer Schwester und tröpfelt drei Blutstropfen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Auf die Erde, auf die Treppe. Diese sollen der Mutter von ihrer Untat berichten. Dann entwendet es der Mutter den Zauberstab und flieht mit ihrem Freund, dem liebsten Roland. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Mutter und dem verliebten Paar. Die Flüchtenden verwandeln sich mehrmals, um sich vor ihr zu verstecken. Zuletzt wird aus dem Roland ein Geigenspieler und aus dem Mädchen eine schöne Blume, die in einer Dornenhecke steht. Damit wird der qualvolle Tod der Mutter inszeniert. Sie kriecht in die Hecke, um die Blume abzubrechen. Damit wird der qualvolle Tod der Mutter inszeniert. Sie kriecht in die Hecke, um die Blume abzubrechen. Roland spielt eine Zaubermelodie, die sie tanzen lässt, ähnlich wie die, wie in dem Märchen der Jude im Dorn. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen und die Dornen rissen ihr die Kleider vom Leibe, stachen sie blutig und wund, und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie tot liegen blieb.
als wäre sie kein Mensch. Kennt? Platz 6 vom Mach Andelboom. Hannibal Lecters Ahnen. Mord, Vertuschung und Menschenfresserei. Mein Mutter, der mich schlacht. Mein Vater, der mich aß. Mein Schwester, der Marleniechen sucht. Alle meine Beniechen bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Kiwit, kiwit, wat für'n schön Fägel bin ich. Wat für'n schön Fägel bin ich. Mit diesen Versen, die auch Fausts Gretchen leicht abgewandelt im Kerker singt, verdient sich der zauberhafte Vogel eine goldene Kette, rote Schuhe und einen Mühlstein. Einen. Fitch aus Vogel, die geheime Metzelkammer im Hause eines Massenmörders. Blaubart, ein vornehmer Herr, der seine Gattin auf eine tödliche Probe stellt. Der Mann mit dem blauen Bart wird als ein brutaler Frauenmörder entlarvt, ein Märchenmotiv mit langer Tradition, das bis ins 6. Jahrhundert zurückreicht und vor allem durch Charles Perrault bekannt wurde. Wohl deshalb haben die Grimms ihr Blaubartmärchen von 1812 nicht mehr in spätere Auflagen übernommen. Ein goldener Wagen mit 6 Pferden hält vor einem Haus. Ein König mit blauem Bart steigt aus und bittet den Hausherrn um seine einzige Tochter. Das Mädchen erschrickt, doch ihm wird gut zugeredet und so zieht es mit ihm fort, bittet aber seine 3 Brüder um Hilfe und Beistand. Im Schloss lässt es sich zunächst aushalten. Blaubart geht auf Reisen, seine Frau bleibt zurück und erhält wie das Mädchen von Fitcher sämtliche Schlüssel. Nur eine ganz bestimmte Kammer darf sie nicht betreten, doch natürlich ist die Neugierde auch hier stärker als das Verbot. Da schloss sie auf. Und wie die Türe aufging, schwamm ihr ein Strom Blut entgegen und an den Wänden herum sah sie tote Weiber hängen und von einigen waren nur die Gerippe noch übrig. Sie erschrak so heftig, dass sich die Tür gleich wieder zuschlug, aber der Schlüssel sprang leider raus und fiel ins Blut. Das lässt sich aber nicht mehr abreiben und so kann sie ihre Neugierde von Blaubart nicht verheimlichen. Der sagt, nun zornig, jetzt sollst du hinein, wenn du auch nicht willst. Nun bereite dich zum Tode, du sollst noch heute sterben. Und schon zückt er ein Messer, oh meine Güte. Die Frau schreit nach ihren Brüdern und im dramatischen Finale erreichen diese in allerletzter Sekunde das Schloss. Blaubart hat sie schon an den Haaren gefasst und wollte ihr das Messer an das Herz stoßen. Da kommen die Brüder, ziehen ihre Säbel und streben ihn nieder. Am Ende wird er in die Blutkammer aufgehängt zu den anderen Weibern, die er getötet hat. Platz 3. Der Räuberbräutigam. Eine Zwangsvermählte muss unter Todesangst mit ansehen, wie ihr Ehemann mit anderen Räubern eine Jungfrau vergewaltigt und bestialisch stürzt. Platz 2. Das eigensinnige Kind. Der strafende Gott zwingt eine Mutter, ihr totes Kind zu schlagen, damit es Ruhe unter der Erde findet. Dieses grimmische Märchen beginnt mit wie viele andere mit Es war einmal. Weil ein Kind zu eigensinnig ist und nicht auf seine Eltern hört, lässt Gott es so krank werden, dass es stirbt. Doch der eigentliche Grusel beginnt erst jetzt. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Ruhe findet das tote Kind erst, als die Mutter mit der Rute auf sein Ärmchen schlägt. Die Moral für das Kind sei niemals eigensinnig, sondern tu, was man dir sagt. Die Moral für die Eltern, wenn das Kind nicht spurt, dann sollst du dies rechtzeitig im Prügeln erwirken. Das damals verbreitete Motiv taucht unter anderem in der Liedersammlung des Knaben Mumme Mumme auf. Und es heißt, sieh, du böses Kind, was man hier merklich findet, die Hand, die nicht verwest, weil der, des sie gewest, ein ungeratenes Kind, drum bessere dich geschwind. Den Vater schlug der Sohn, drum hat er dies zum Lohn. Er schlug ihn mit der Hand, nun siehe seine Schand. Die Hand wuchs aus der Erde, ein 11er Vorwurfswert. Platz 1. Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben. Vorsicht, nicht nachmachen. Ein Spiel,
das tödlich für die ganze Familie endet. Wie in Erich Kästners Ballade vom Nachahmungstrieb, wo Kinder eine Hinrichtung mit tödlichem Ausgang nachspielen und aus Spaß das kleine Fritzchen erhängen, wird auch in diesem Märchen vor der tödlichen Gefahr des unreflektierten Nachahmens gewarnt. Allerdings mit noch drastischeren Folgen. Keiner kommt hier lebend raus. Das Märchen ist kurz und soll daher für sich stehen. So wie bei Alf. Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet. Das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein. Hat darauf ein bloß Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kind, so, weil das Kind ist ja was? Und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welches der Metzger gewesen, ins Herz. Darauf lief sie alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber mache. Aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken. Deswegen dann die Frau so voller Angst fort, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde, als sie dies alles gesehen hat, dass sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist. Oh meine Fresse. Als dieses Märchen in der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen erschien, tadelte schon Achim von Arnim die darin enthaltene Grausamkeit. Schon habe ich eine Mutter darüber klagen hören, dass das Stück, wo ein Kind das andere schlachtet, darin sei. Sie könnte es ihren Kindern nicht in die Hand geben. Wilhelm Grimm rechtfertigt diese Sicht so zunächst und schreibt am 28.01.1813, das Märchen von dem Schlachten habe ich in der Jugend von der Mutter erzählen hören. Es hat mich gerade vorsichtig und ängstlich beim Spielen gemacht. Dennoch wird es in die folgenden Auflagen nicht mehr übernommen. Wahrscheinlich war es selbst für die Grimms ein wenig zu grausam und zu wenig märchenhaft. Märchenpädagogische Schlussfolgerungen. Welche pädagogischen Schlussfolgerungen sind aus den Grausamkeiten, die unverkennbar ein wichtiger Teil von Märchen sind, zu ziehen? Ich werde dazu abschließend drei Thesen formulieren und diese kurz erläutern. These 1. Grausamkeiten in Form von Warn- und Schreckensmärchen sind nichts für heutige Kinder, sondern schwarze Pädagogik. Einige der hier zitierten Märchen sind typische Warnmärchen, die bei Kindern ein bestimmtes Verhalten erzielen sollen wollen. Sie arbeiten mit Abschreckung und Angst und sind deshalb nicht mehr zeitgemäß. Für eine sich nicht affirmativ verstehende Pädagogik, die auf die Bildsamkeit des Menschen vertraut und Mündigkeit fördern will. Neugierde, eine wichtige Eigenschaft eines Kindes, das die Welt entdecken und begreifen will, wird in vielen dieser Märchen hart bestraft. Am offensichtlichsten in Frau Trude, nicht viel weniger subtil in Fitschers Vogel, Blaubart und der Räuberbräutigam. Nicht immer sind die in Märchen intendierten Erziehungsziele verfehlt. Die Warnungen vor dem bösen Wolf sind auch heute nicht unbedingt unangebracht. Aber Märchen als bloße Erziehungstexte zu instrumentalisieren, ist weder besonders erfolgversprechend, noch wird man der Textgattung damit gerecht. Der Briefwechsel zwischen Achim von Arnim und Wilhelm Grimm aus den Jahren 1812-1813 zeigt, dass die märchenpädagogische Diskussion in Bezug auf die Darstellung und Funktion von Grausamkeit schon seit 200 Jahren geführt wird. In der Hochzeit der schwarzen Pädagogik, wie Katharina Rutschki einige Strömungen der bürgerlichen Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts nennt, gab es also schon Debatten über das Problem des Grausamen in Märchen, die der heutigen Diskussion durchaus ähneln. So kritisiert Katrin Rönicke in der Taz vom 19.20.2013, dass Märchen nicht mehr zeitgemäß seien aufgrund alter, furchtbarer Rollenklischees, Gewalt und schwarzer Pädagogik. These 2. Je realistischer und ausgeschmückter
Grausamkeiten im Märchen dargestellt werden, desto schlimmer wirken sie. Daher kommt es auf die Auswahl und die Art der Darstellung an. Die Top 10 der grausamsten Märchen zeigen, dass sicherlich nicht alle Grimmschen Märchen für Kinderohren bestimmt sind. Märchen waren ursprünglich vor allem Erwachsenenliteratur. Ja, ursprünglich wurden die doch erzählt. Bei den über 200 Märchentexten der Kinder- und Hausmärchen ist es ein leichtes, auch besonders grausame Märchenszenen auszusuchen. Jeder weiß, dass nicht alle Märchen so brutal und grausam sind bzw. so wirken. Zudem ist es eher selten, dass Grausamkeiten besonders ausgeschmückt und realistisch beschrieben werden. Auch in diesem hier vorgestellten Märchen wird Gewalt, Mord, Brutalität kaum oder nur wenig ausgeschmückt. Das, was geschieht, ist zweifellos sehr grausam, dennoch wirkt es nicht so schlimm wie viele bildliche Beschreibungen und Darstellungen in modernen Krimis oder auf der Kinoleinwand. Korrekt. Wenn das für das Märchen typische Moment des Wunderbaren hinzukommt, wird die Grausamkeit zusätzlich deutlich in den Bereich des Fiktiven verwiesen. Sie scheint dann weniger real, sondern eher ein Mittel zum Zweck zu sein. Das gilt insbesondere für die beiden bekannteren Märchen Hänsel und Gretel und Schneewittchen. Die Hexe und die böse Stiefmutter erscheinen kaum als Menschen, sondern eher als personifizierte Böse. Bruno Bettelheim hat darauf verwiesen, dass es hier nicht um brutale Morddarstellungen geht, sondern um die Darstellung und Vernichtung des Bösen als solchem, damit das Gute zu seinem Recht kommt. Kinder können diese Bildsprache oft besser entschlüsseln als Erwachsene. In einem pädagogischen Seminar zum Thema Märchen an der Universität Münster im Wintersemester 2013/14 meldeten mir das auch die Studierenden zurück. Doppelpunkt. Beim Weiterlesen, beim Wiederlesen der Märchen, die sie aus ihrer Kindheit schon kannten, sagten viele übereinstimmend, ich wusste gar nicht, wie grausam diese Märchen sind. Als Kind hatte ich es nie so empfunden. These 3. Grausamkeiten sind Teil unserer Welt, daher sollten sie nicht gänzlich ausgespart werden. Ein Konsens in der Streitfrage, sind Märchen zu grausam, zeichnet sich auch heute kaum ab. Dennoch haben Märchenbefürworter gute Argumente, um den pädagogischen Wert von Märchen auch für die heutige Zeit herauszustellen. Das Böse und Grausame ist nicht nur Teil der Welt, sondern auch ein Teil von uns selbst. Das sagt zumindest die Psychoanalyse. Die Pädagogik sollte das Grausame an sich selbst nicht totschweigen und verdrängen. Im Gegenteil. Gerade die Konfrontation mit dem Bösen und Grausamen im Märchen kann Kindern helfen, bestimmte Entwicklungsphasen und Krisen erfolgreich zu bewältigen. Es ist sicherlich besser, sich mit der angedeuteten Grausamkeit im vorgelesenen oder erzählten Märchen auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen, als ohne pädagogische Begleitung reale oder fiktive Bilder und Filme zu konsumieren, wie es heute bei Kindern vielfach üblich geworden und kaum vermeidbar ist. Dennoch zeigen die Top 10 der grausamsten Märchen der Krims, dass die Auswahl entscheidend ist. Nicht jedes Märchen eignet sich für jedes Kind, aber kein Märchen ist völlig ungeeignet für alle Kinder. Mit älteren Schülerinnen und Schülern kann man die Grausamkeit in Märchen gewinnbringend diskutieren. Vergleich Geister 2013. Und auch einige der hier versammelten Märchen sind bekannt und werden durchaus schon für Kinder ab 4 bis 6 Jahren empfohlen. Wie zum Beispiel Schneewittchen und Hänsel und Gretel. Vergleich Knoch 2013, Seite 31 folgende. Diese beiden Märchen, die es in die Top 10 der grausamsten Märchen der Brüder Grimm geschafft haben, zählen zu den beliebtesten Märchen unter Erwachsenen und Kindern. Als das ZDF 2011 dazu eine Umfrage startete, kamen Schneewittchen auf Platz 1 und Hänsel und Gretel auf Platz 3. Das war's. Zitierte und weiterführende Literatur. Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, 20. Auflage. Oliver Geister, Märchen im Pädagogikunterricht. Kleine Pädagogik des Märchens. Praxisbuch Märchen. Blinde Knopf. Deuten, umsetzen. Verstehen, deuten, umsetzen. Katharina Rutschki, Schwarze Pädagogik, 1977. Bevor Disney sie. Erstausgabe von Rapunzel war so gar nicht jugendfrei, Grimms-Erotik, aber es www.de
Die Märchen der Gebrüder Grimm jugendfrei wurden. Morgenpost. Märchen in Urfassung. Drunhöschen, die Urfassung der Brüder Grimm. Der Brüder Grimm. Märchentherapie. Märchenhaft.erfülltes-leben.de. Märchenhaft und erfüllt Leben. Verwirkliche Glück, Liebe, Erfolg und Gesundheit in deinem Leben. Märchentherapie. Die Märchentherapie ist ein Weg, der Schritt für Schritt ins Allerinnerste führt, dorthin, wo jeder Mensch selbst wahrnehmen kann, dass alles, was er braucht, in ihm selbst zu finden ist. Das Ziel der Märchen- und Lichttherapie. Ziel ist es, mit sich selbst, seinem Schicksal, seinem Leben Frieden zu schließen und sich dadurch ganz heil und vollkommen zu erleben. Diese tiefe Begegnung mit sich selbst und mit dem Allerinnersten harmonisiert alle Lebensbereiche und ermöglicht, das Leben natürlich, selbstverantwortlich und wahrhaftig zu gestalten. Die Wohltat des Märchens. Dazu dienen ganz besonders die 7 Urbilder des Märchens und des Lebens. Sie sind lebendige Prozesse, die wiederum Lebensprozesse in Gang bringen und Selbstheilungskräfte aktivieren. Auch das sogenannte Negative hat seinen Sinn. Es dient als Wegweiser und ist eine unbedingt erforderliche Antriebskraft für inneres und äußeres Wachstum. Die Märchen- und Lichttherapie lässt sie die 7 Urbilder in völliger Freiheit erleben und ermöglicht ihnen, sich mit dem eigenen Leben zu versöhnen und es immer mehr auf allen Ebenen zu meistern und erfolgreich zu gestalten. Einen ausführlichen Artikel über die Märchentherapie und die 7 Urbilder des Märchens und des Lebens finden Sie hier und auf der Webseite. Beginnen Sie gleich, Ihr Leben in Ihre gewünschte Harmonie zu bringen mit dem Erlebniskurs. Mhm. Weg zu sich selbst. Der Weg zu sich selbst mit der Märchentherapie. Wie finde ich den Weg zu mir selbst? Wenn Sie sich die Frage stellen, dann fühlen Sie sich momentan an einem liebenswerten Teil Ihres Wesens getrennt. Und wissen doch oder ahnen, dass es möglich ist, sich ganz inniglich verbunden zu fühlen als ein ganzes Wesen? Bla. Die Brüder Grimm haben das Märchen Dornröschen, nachdem die erste Auflage der Märchen der Brüder Grimm veröffentlicht war, noch bearbeitet und sie haben dadurch um einiges gewonnen, denn die Grimms haben sie sinnvoll ergänzt. Jedoch fragt man sich gelegentlich, weshalb sie manches nicht übernommen haben, was in der ursprünglichen Fassung, die ihnen mündlich überliefert wurde, geändert haben. Hier kommst du also das schöne Märchen vom Dornröschen, wie es ursprünglich erzählt wurde. Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder. Eines Tages war die Königin im Bad, da kroch ein Krebs aus dem Wasser ans Land und sprach, du wirst bald eine Tochter bekommen. Und so geschah es auch, und der König in der Freude hielt ein großes Fest und im Lande waren 13 Feen. Er hat aber nur 12 goldene Teller und konnte also die 13. nicht einladen. Die Feen begabten sie mit allen Tugenden und Schönheiten. Wie nun das Fest zu Ende ging, so kam die 13. Fee und sprach, ihr habt mich nicht gebeten und ich verkündige euch, dass eure Tochter in ihrem 15. Jahr sich an einer Spindel in den Finger stechen und daran sterben wird. Die anderen Feen wollten dies so gut noch machen, als sie konnten und sagten, sie sollte nur 100 Jahre im Schlaf liegen. Der König ließ aber den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Reich abgeschafft werden sollten. Welches geschah?
Und als die Königstochter nun 15-jährig, also nicht mal wisst, wie sie zu spinnen hat, ja, hat ja keine Oma, keine Mutter beigebracht, war und eines Tages die Eltern ausgegangen waren, so gingen sie im Schloss herum und gelangte endlich an einen alten Turm. In den Turm führte eine enge Treppe, da kam sie zu einer kleinen Tür, worin ein gelber Schlüssel steckte, den drehte sie um und kam in ein Stübchen, wo eine alte Frau ihren Plagg spann. Naja, und sie scherzte mit der Frau und wollte auch spinnen. Da stach sie sich in die Spindel, da stach sie sich in die Spindel und fiel alsbald in einen tiefen Schlaf. Da auch in dem Augenblick der König und der Hofstaat zurückgekommen war, so fing alles im Schloss an zu schlafen, bis auf die Fliegen an der Wand. Und um das ganze Schloss zog sich eine Dornenhecke, dass man nichts davon sah. Nach langer, langer Zeit kam ein Königssohn in das Land, dem erzählte ein alter Mann die Geschichte, die er sich erinnerte, von seinem Großvater gehört zu haben, und dass schon viele versucht hätten, durch die Dornen zu gehen, aber alle hängen geblieben wären. Als sich aber dieser Prinz der Dornen näherte, so taten sich alle Dornen vor ihm auf, und vor ihm erschienen Blumen zu sein, und hinter ihm wurden sie wieder zu Dornen. Wie er nun in das Schloss kam, küsste er die schlafende Prinzessin und alles erwachte von dem Schlaf und die zwei heirateten sich und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch. Das ist ungefähr so aus dem Jahre 1810. Bla. Mary Wollstonecraft. Bla. Vereinigung von Ökonomie und Recht. Bei einem Betrag handelte es sich um 250 Millionen Euro, beim anderen Betrag um 50 Millionen Euro. Mhm. Bücher. Märchen, die goldene Kugel. Bücher. Märchenhaft Leben. Ich werde das jetzt mal beenden.